Hallo und herzlich willkommen zu einem Video des Aquaristikblogs Discus Mami. In diesem Video geht es um die Pflanzen in unserem Discus Aquarium. Nachdem bereits im Video zu den Düngerkugeln die Pflanzen kurz angesprochen wurden, wollte ich euch gerne mal zeigen, was denn bei uns im Aquarium so wächst. Denn auch wenn im natürlichen Habitat der Discusfische nur sehr wenige bis gar keine Pflanzen vorkommen, möchten wir nur ungern auf ein paar Pflanzen verzichten. Da ich ja wirklich keinen grünen Daumen habe und die Auswahl bei den recht hohen Temperaturen von 28 bis 29 Grad bei relativ schwacher Beleuchtung sowieso nur sehr gering ist, haben wir uns wirklich auf relativ anspruchslose Pflanzen beschränkt. Und ich fange auch direkt mit meiner absoluten Lieblingspflanze an, dem roten Tigerlotus. Der rote Tigerlotus gehört zu den Pflanzen, die mich durch seine tolle Farbe fasziniert. Er kann kompakt wachsen, wenn man ihn dann ab und zu zurückschneidet, aber wenn man ihn lässt, bildet er wunderschöne Schwimmblätter aus und mit ganz viel Glück kann man auch eine Lotusblüte sein eigen nennen. Ursprünglich kommt der rote Tigerlotus aus Afrika, passt also nicht wirklich in ein Südamerika-Biotop. Aber dennoch möchten wir nicht auf diesen Farbtupfer in unserem Aquarium verzichten. Der Tigerlotus hat einen geringen Lichtbedarf und benötigt auch kein zusätzliches CO2. Vor kurzem habe ich die Cryptocorine venti in Braun für unser Aquarium entdeckt. Diese klein wachsende Pflanze, auf Deutsch kennt man ihn auch als kleinen Wasserkelch, eignet sich wunderbar für den vorderen Bereich. Cryptocorine sind unproblematische, anspruchslose Aquariumpflanzen, die sich gut anpassen. Übrigens, auch diese Art kommt nicht aus Südamerika, sondern aus Asien. Die nächste Pflanze, die ich euch vorstellen möchte, ist ein Echinodorus in der Zucht vom Red Flame. Eine besonders schöne Echinodorus-Art mit ganz tollen Blättern. Sie sind oval und leicht gewellt mit einer gepunkteten Zeichnung. Diese Punkte sehen unter Wasser besonders toll aus, so als ob die Blätter der Pflanze in Flammen stehen, was der Pflanze natürlich ihren Beinamen gibt. Aktuell ist unsere 15 bis 20 cm groß, allerdings kann sie gut 40 cm groß werden. Vallisneria gigantea, der Klassiker unter den Aquariumpflanzen. Mit 70 bis 150 cm langen Blättern ist sie wirklich gigantisch und dabei sehr anspruchslos. Man muss sogar hin und wieder ein paar Auswerfer wieder einholen, da sie sonst ganz schnell das ganze Aquarium zuwuchert. Ideal ist sie für den Hintergrund und wenn man möchte, kann man die Blätter lang wachsen lassen und somit schattige Plätze im Aquarium schaffen. Discusfische mögen es nicht gerne hell und stellen sich auch gerne unter und deshalb sind die langen Blätter der Vallisneria super geeignet. Mit dem Echinodorus amazonicus und Echinodorus pleri haben wir neben der Vallisneria noch zwei weitere Klassiker im Aquarium. Allerdings benötigen beide Echinodorus-Arten deutlich mehr Licht und wirken eigentlich nur als Solitärpflanze wirklich gut. Trotz mehrmaligen Umsetzens wachsen beide Pflanzen seit mehreren Jahren super bei uns. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Moos, Christmas und Java Moos, was ich vor kurzem erst auf die Wurzeln aufgebunden habe. Eigentlich kann ich dazu noch gar nicht wirklich viel sagen, werde aber das Ganze beobachten. Ich bin da sehr optimistisch, dass es gut anwachsen wird. Es gibt sicher noch sehr, sehr viel mehr Pflanzen, die sich für den Einsatz im Discus Aquarium eignen. Und sicher kann man durch bessere Strukturierung, optimierte Lichteinstellungen, anpassende Düngung noch viel mehr rausholen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zusehen, eure Discus Mami.